Wenn von Wahl zu Wahl circa 1 Million Unionswähler schlicht versterben, wo liegt dann die Zukunft der Union? Auf dem Friedhof. Herr Poggenburg, Sie sind jetzt Oppositionsführer. Hätten Sie diesen Titel auch gerne ohne Opposition? Schwierig. Wie viele ICE-Züge sind voll funktionsfähig? A. Selbstverständlich alle. So ein Zug ist ja teuer. Es wäre ja Quatsch, wenn er nicht funktionieren würde. Oder B. Jeder fünfte. Ich tippe auf jeden fünften, weil zu viele ausfallen. Es ist korrekt. Jeder fünfte wieder gewonnen. Ist nicht voll funktionsfähig. Aber das ist so ein bisschen so, als hätte ich nur einen funktionsfähigen Finger, oder? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nicht nur das. Ja, eigentlich ist es wahrscheinlich dann der Finger, der funktioniert. Also bitte. Ihr lernt hier richtig was. Wir hätten sonst einen Lottoschein, damit die Finanzprobleme der Ampel endgültig mal gelöst werden. Ah, sehr gut. Und die Chance, muss ich vorwarnen, ist 1 zu 140 Millionen. Also immer noch wahrscheinlicher, als dass Olaf Scholz nochmal wiedergewählt wird. Emotional Damage! Wir wollen uns doch mal mehr darüber unterhalten, wer hat die Kompetenz in diesen Schwierigkeiten. Also doch nicht über Söder reden. Wir wollen ja alle relevanten Kandidaten vorstellen. Sie sind von der AfD. Von der AfD. Achso, ja. Gut, dann schönen Tag noch, danke. Erdinger alkoholfrei. Wer ist denn der Herr Ebersberg? Was ist denn das für ein Typ? Das tut mir leid, wir sind aus dem wirklichen Oberbayern. Also von denen distanzieren wir uns. Was glauben Sie, wie viel Strom könnte man sparen, wenn man Karl Lauterbach die Twitter-App vom Telefon nimmt? Wahrscheinlich kann man einen Kleinstein mit versorgen. Weil ja Cannabis als Einstiegsdroge wissenschaftlich widerlegt ist. Der Wissenschaft glaube ich nicht. So einfach kann man es sich natürlich auch machen. Herr Söder, Sie sind ja beim Thema Cannabis, sind Sie ja im Team Vorsicht. Wann werden Sie diesmal das Team wechseln? Nein, da bin ich im Team Verbot. Ich bin da dagegen. Verbot sogar? Ja, ich bin da dagegen. Ich weiß, dass ihr bei euch in der Redaktion das braucht, um etwas lockerer zu werden, aber nee.